Hallo, wir sind Anna und Dennis und unser Sohn Tommy hat frühkindlichen Autismus. Ein Leben zu Hause ist mit Tommy unvorstellbar und äußerst schwierig. Doch er liebt das Autofahren. Also haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein Van auszubauen und so oft wie möglich mit Tommy die Welt zu entdecken. Und wir sehen, es hilft ihm. Es hilft ihm sehr. Er entwickelt sich und ist überglücklich. Also sei dabei, abonniere unseren Kanal. Bis dann. Liebe Freunde, wenn wir den Hugo nachher abgegeben haben in der Schule, ne, zeigen wir euch mal, was wir in vier Stunden Zeit alles heute unternehmen. Ne? Das ist ja relativ selten. Also er geht jetzt das dritte Mal in die Schule und heute das allererste Mal von 8.30 Uhr bis 13 Uhr. Ne? Also naja, ein bisschen Fahrzeit noch einplanen, aber 3,5 Stunden haben wir für uns, um die gut nutzen zu können. Ne? Und da wollen wir ein bisschen was sehen, wir wollen ein bisschen was erleben. Wir wollen einfach Ausspannzeit für uns selber haben, ne? Ohne irgendeinen Druck im Hintergrund jetzt aufpassen zu müssen oder naja, die ganzen Sachen, die man halt so machen muss, ne? Mit dem Kind, gerade mit der Problematik Autismus. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also wir geben ihn jetzt in der Schule ab und dann zeigen wir euch bei Aufnahmen, was wir alles so getrieben haben. Ne? Das heute so in dieser Folge. Ne? Tommy, freust du dich schon auf die Schule? Tommy, freust du dich auf die Schule? Ja? Was? Naja, also wir freuen uns auf jeden Fall. Das klingt jetzt blöd, ne? Wir wollen ja nicht loswerden, aber ein bisschen Zeit für uns selber, das hatten wir ja die letzten 2 Monate überhaupt nicht. Das tut uns natürlich auch so mal ein bisschen gut, ne? So, los geht's, Aufnahmen kommt dann im Anschluss. Viel Spaß, Freunde. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen und ich habe schon wieder ein Problem, deswegen verzögert sich das so mit dem Video. Freunde, es tut mir so leid, aber ich klopf's, ne? Ich habe die neueste Beta-Version von iOS 18 draufgezogen auf mein Telefon und weiß eigentlich, dass gewisse Dinge einfach nicht funktionieren. Und es funktioniert jetzt unsere neuen Mikrofone nicht und jetzt spreche ich das so drauf. Ich hoffe, die Qualität ist gut. Ich habe das jetzt stundenlang probiert, es funktioniert nicht. Da habe ich wohl einen Fehler gemacht, habe ich mal wieder selber ins Knie geschossen. Naja, na gut. Also Tommy ist abgegeben, ist in der Schule und wir haben jetzt ungefähr 3,5 Stunden Zeit. Ne? Also sind wir erstmal schön gemeinsam in Ruhe an den Strand gefahren und haben einfach erstmal die Seele baumeln lassen. Ne? Einfach erstmal Ruhe und genießen. Und ihr glaubt gar nicht, was das für ein Gefühl ist, ne? Wenn man mal ohne Kind, seit 2 Monaten ohne Kind, einfach mal was gemeinsam tut, ohne einen Ton, ohne Handeln, ohne Aufpassen. Oh, es ist ein Traum. Und danach sind wir weitergefahren, wir hatten ein festes Ziel und haben unterwegs diese alte Windmühle aus dem 17. Jahrhundert gefunden. Da sind wir doch gleich mal drum geflogen und haben uns danach diese Windmühle angeguckt. Ihr seht, was man in 3,5 Stunden alles erleben kann, das ist unfassbar. Ne? Viele von euch werden das kennen, die Zeit gemeinsam, allein, ohne Stress, ist schon wertvoll. Ne? Da tankt man Energie und nutzt auch diese Zeit. Die Zeit, die ihr habt, müsst ihr nutzen, um Energie zu tanken, um im Leben weiter anzugreifen. Egal, ob man jetzt ein Kind hat mit Autismus oder ne, das Leben und der Alltag hat so viel Stress und den müssen wir abbauen. Und wir nutzen heute diese Zeit und tun unseren Stress einfach so abbauen. Ne? Und dann sind wir weiter ans Achterwasser gefahren.
Also ist die Rückseite der Insel Usedom und haben in Kaminke einen wunderbaren Stellplatz gefunden. Da war es so windig, dass die Drohne eigentlich, also ich wollte eigentlich mehr fliegen, aber das war unmöglich, so ein Sturm war da. Also haben wir ein paar Aufnahmen noch zu Fuß gemacht, also ein ganz toller Stellplatz, voll am Wasser, sehr ruhig gelegen, da ist kaum jemand gewesen. Es war herrlich, es war einfach herrlich und so lernt man seine Umgebung kennen und ja, genießt es, diese Bilder von diesem tollen Ort und ja, ich melde mich dann gleich wieder. Und da hinten, wir sind jetzt nochmal ganz dahinter gelaufen, wo ich vorhin schon mit der Drohne lang geflogen bin. Und da war ein ganz tolles Restaurant. Also überlegt mal, diese Lage da schon, ne? Und dann haben die wahrscheinlich ganz frischen Fisch. Auf der Karte war so viel Fischgerichte drauf. Und so ein tolles Ambiente und alles so ordentlich und so schön. Also das wäre mal was. Wenn der Tommy mal abends in die Schule gehen würde, dann würden wir uns da abends mal ins Restaurant setzen. Na? Ja, da lacht er im Hintergrund. Da muss er selber lachen. Ja, ne? Ja, also wer den Standort wissen will, ne, der kann uns gerne anschreiben. Kriegt ihr gern. Für uns ist einfach nur, ach, wir müssen jetzt nicht in diesen Restaurant sitzen. Wir müssen einfach mal so diese Zeit, die wir jetzt haben, so genießen. Und ihr seht ja, das tun wir. Wir schauen uns vieles an. Wir genießen die frische Luft. Und lassen einfach die Seele baumeln. Bei Tommy in der Schule ist es halt jetzt so, er kann zweimal in der Woche gehen. Das von 8.30 Uhr bis 13 Uhr jetzt. Mittagessen müssen wir ihm mitgeben. Und das wird sich jetzt auch vor den Ferien überhaupt nicht mehr ändern. 2 Tage. Ja, da fahren wir ihn viele, viele Kilometer hin und viele, viele Kilometer wieder zurück. Aber diese Zeit, die wir für uns jetzt haben, ne, diese 3,5-4 Stunden, die sind halt Gold wert. Ne? Ja. Also haben wir noch ein bisschen Zeit dort genossen und ja, es war aber nicht der letzte Ort. Ne? Jetzt hatten wir noch so ein kleines Hungergefühl und da es hier noch nichts gab, Tommy, was gibt's denn da zu lachen? Sind wir noch woanders hingefahren und da war es so schön. Ihr habt ganz am Anfang, ne, die ersten Aufnahmen, wo ich mit der Drohne diesem Schiff hinterherfliege, das ist genau dieser Ort. Nennt sich Neparmin. Das ist kein großer See, das ist auch das Achterwasser. Ne? Also Usedom ist ja eine Insel und das rückseitige Wasser, also was hinten ist, das nennt man Achterwasser. Und da waren so viele Inseln drauf und da kann man mit diesem Segelboot zum Beispiel eine Rundfahrt machen und ja, kann ringsrum laufen. Es ist dort so entspannt, so ruhig. Und wir haben dann ein Restaurant gefunden. Also wenn der Tommy nochmal abends in die Schule geht, gehen wir da auch noch hin, weil das war einfach fantastisch. Die haben dort vorbeigetragen Bratkartoffeln mit gebratenen Hering oder gebratenen Fisch und Gurkensalat. Oh, Mama mia. Wir hatten nicht so viel Zeit und hatten trotzdem Hunger und haben ein Matjesbrötchen gegessen. Und das war für uns das beste Matjesbrötchen, was wir auf der Insel gegessen haben. Das Brötchen war so soft, der Hering war so lecker. Ist Matjes Hering? Keine Ahnung. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Ich glaube, es ist Hering. Ne, Hering, Matjes Art. Ja, es war auf jeden Fall wunderschön. Und ja, ihr seht es am Wasser. Ne? Es war auch wirklich nicht viel los. Wo viel los war, das war dann dieses Restaurant, was ihr jetzt gleich seht. Da war eine halbe Stunde vor Eröffnung, ne, bevor das aufgemacht hat, standen auf der anderen Seite schon so viele Leute, die einfach gewartet haben, bis das aufmacht.
Ne? Obwohl das nicht an der Ostsee, ne? Ja, wir haben es genossen, Tommy abgeholt, der hatte auch einen schönen Tag, der hat sich gefreut. Dann macht's gut, das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche.